Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Wassermann. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wie immer werde ich nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, was aktuell bei dir los ist, welche Blockaden, welche Hürden zeigen sich, denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Welche Anregungen hat das Universum für dich, um deine Situation zu verbessern? Und dann wagen wir natürlich noch einen Blick in die Tendenzen. Was kommt höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zu? Gibt es Kurskorrekturen, die du in Betracht ziehen solltest? Gibt es Ereignisse, die man erwarten darf? Wir werden uns wie immer überraschen lassen. Bitte beachte außerdem, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Es geht um eine Herzensangelegenheit. Das kann man schon mal sehen. Bitte etwas genauer, denn wir haben hier dezente Rachegedanken. Da würde ich dann gerne ein bisschen mehr wissen. Es geht um eine Situation in deinem Leben, in der du dich machtlos fühlst, in der du das Gefühl hast, du kannst hier nichts dran ändern. Und es ist irgendeine Sache, die dir sehr wichtig ist. Das muss jetzt nicht zwingend mit der Liebe zu tun haben. Das kann auch eine Freundschaft betreffen. Das kann auch den Beruf, die Berufung betreffen, das kann alles Mögliche betreffen. Es ist jedenfalls etwas, was dir wichtig ist und wo du das Gefühl hast, dass dir die Hände gebunden sind. Ich vermute aber, dass es auf irgendeine Art und Weise mit einem Menschen zu tun hat, denn es zeigen sich hier Rachegedanken auf deiner Seite. Also du möchtest das so nicht auf dir sitzen lassen. Das kann man auch verstehen. Also das ist doch ganz verständlich, dass du dich so fühlst. Hier ist irgendetwas geschehen, wo ein Schaden für dich entstanden ist. Also das sieht man. Jetzt geht es nur darum, dass dich diese Gedanken nicht auffressen und hier nicht ein negatives Karma entsteht. Wir schauen jetzt mal, was wir hier noch so sehen können. Es fühlt sich irgendwie so an, als wärst du kurz vor einem Durchbruch in einer anderen Angelegenheit oder vielleicht hängt das auch zusammen. Es geht hier um die Verwirklichung eines Traumes. Es geht hier um irgendeine Sache, die du ins Leben rufen möchtest, die du in die Realität ziehen möchtest. Und hier bist du irgendwie kurz davor. Wir werden jetzt, also von außen betrachtet, wir werden jetzt mal schauen, was sich in den Blockaden zeigt. Denn das ist eine Sache, die dir wichtig ist, die du gerne leben möchtest. Und auf irgendeine Art und Weise kommt das gerade nicht in die Realisierung. Jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Also in dir herrscht ein Gefühlschaos. In dir, ja, es ist chaotisch. Du hast viele verschiedene Gedanken. Also diese Sache dürfte dich schon sehr getroffen haben. Hier ist doch eine gewisse Schwere zu sehen. Das heißt auch, hier fehlt die Klarheit. Und irgendwo schwingt hier auch das Ablehnen von
Erfolg mit. Also irgendwo möchte hier etwas passieren. Das könnte eben diese Sache sein, dieser Traum sein, den du hast. Auf irgendeine Art und Weise lehnst du das gerade ab. Aber das ist verständlich, wenn hier so viele verschiedene Gedanken sind, dass man sich da zur Zeit dann nicht auf diese Sache hier konzentrieren kann. Und ich sehe hier auch, dass offenbar aktuell, also jetzt gerade, dass hier von außen, also dass du von deinem Umfeld diverse Belastungen zu spüren bekommst, beziehungsweise ja, dass das jetzt aktuell sehr schmerzhaft ist mit der ein oder anderen Person. Das kann man ja auch sehen. Das ist natürlich, dass diese Dinge einen abbremsen und dass natürlich dann auch gewisse Rachegedanken oder Wut entsteht, wenn von außen Eingriff genommen wird und vor allem, wenn man das Gefühl hat, man kann sich hier irgendwie nicht so recht wehren. Jetzt werden wir aber mal schauen, was das Universum dir hier rät in dieser Situation. Es zeigt sich hier irgendeine vertragliche Angelegenheit, um die du dich kümmern sollst. Das kann natürlich auch ein mündlicher Vertrag sein. Es geht hier um eine Abmachung, um eine Klärung. Es geht hier um irgendetwas. Irgendetwas soll hier festgelegt werden. Und das sollte dazu beitragen, vor allem, dass sich deine Gedanken wieder sortieren. Und das sollte auch, ja, das sollte auch zu einer gewissen Stabilisierung dann in weiterer Folge führen. Also auch, dass hier, dass du hier irgendwo geschützt bist. Das kann man hier sehen. Also es geht hier um irgendwie soll diese Sache hier vielleicht sogar wirklich schriftlich festgehalten werden. Vielleicht geht es hier wirklich um einen Vertrag. Und hier ist es ganz wichtig, vor allem wenn diese Karte kommt, ist es besonders wichtig, dass du genau prüfst, was in diesem Vertrag steht, beziehungsweise was du hier ausmachst, was du hier mit einer anderen Person abmachst. Zum Thema, Erfolg, hier geht das ganz schön ineinander über. Also hier zeigt sich gleich, was du hier tun kannst oder wie du diese Blockade hier lösen kannst. Also hier ist irgendeine Manipulation am Werk, wo du das Gefühl hast, du bist festgebunden, aber das scheint nur so. Also hier dürfte dir irgendetwas eingeredet worden sein, vielleicht ist dir auch Angst gemacht worden auf irgendeine Art und Weise, dass du das Gefühl hast, dass du hier nicht raus kannst, aber das kannst du sehr wohl. Es ist eine Illusion, also du kannst dich hier herauslösen. Es gibt hier eine Lösung. Ich werde jetzt dann noch eine weitere Karte ziehen, um hier ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Vielleicht bekommen wir noch einen Hinweis. Ich bekomme hier keine genauere Information herein. Aber es zeigt sich hier eine Abkürzung. Also es dürfte tatsächlich einen guten Weg hier rausgeben, also hin zum Erfolg, auch wenn dir der jetzt gerade in weiter Ferne scheinbar liegt. Du kannst dich hier irgendwie befreien. Deine Hände sind dir nicht gebunden. Das ist metaphorisch gesehen. Du kannst hier etwas machen. Und darauf möchte dich das Universum hinweisen und dass du dich aktiv damit beschäftigen sollst. Auch hier sehe ich, dass sich diese Blockade dann lösen kann. Also dass hier ein Fluss entsteht und dass du wirst vermutlich auch, es wird vermutlich auch irgendwo schmerzhaft sein. Das muss ich jetzt
muss ich jetzt schon auch sagen, aber es wird sehr befreiend sein. Also hier geht dann viel mit raus, hier wird viel dann rausgespült, rausgeschwemmt und auch ein Gleichgewicht dann auch wieder hergestellt. Aber es geht jetzt darum, dass du herausfindest, und das ist offenbar etwas, was du herausfinden kannst, wie du dich hier aus dieser Situation befreist. Ja, dann sehe ich das Umfeld betreffend, solltest du prüfen, was zu dir gesagt wird und wie ernst man das nehmen kann. Denn was ich so sehe, werden bei dir zurzeit viele, viele Trigger ausgelöst. Also da dürfte die ein oder andere Person am Werk sein, die hier mit voller Absicht Dinge zu dir sagt, die nicht sonderlich nett sind und die vermutlich dich persönlich treffen. Also diese Person oder diese Personen scheinen dich zu kennen, und hier geht es darum, dass du das prüfen sollst, ob du das wirklich ernst nehmen kannst. Denn hier möchte das Universum, dass du dich schützt. Ich vermute, so wie das hier liegt, sind das Personen, die man nicht so einfach aus dem Leben entlassen kann. Das kann jetzt natürlich auch etwas Berufliches sein. Das können aber auch Menschen sein, mit denen, ja, die man wirklich gerne hat, oder ein Mensch sein, den man wirklich gerne hat und der, also wo man sich gegenseitig gern hat. Aber hier geht es halt auch darum, dass man das entweder klärt oder das so stehen lässt und nicht mehr an sich heranlässt. Aber ich habe hier irgendwie so das Gefühl, dass du hier, ja, dass du hier nicht, also dass diese Personen oder diese Person in deinem Leben weiterhin bleibt. Und es geht hier eben darum, dass du hier für dich die Wahrheit herausfindest, mein lieber Wassermann, wie du das hier nehmen kannst, ohne dass du hier einen Schaden davon trägst. Denn es ist sehr belastend, was ich hier sehe, was sich hier abspielt für dich. Denn sonst wird diese Sache hier einfach ewig weiterlaufen, und du wirst weiter irgendwie auf irgendeine Art und Weise deinen Kopf hinhalten. Also von dem her ist es hier ganz wichtig, dass du dich hier auf irgendeine Art und Weise abgrenzt. Aber ich hole mir hier noch eine Information ein, denn das würde mich schon sehr interessieren, ob wir hier noch ein bisschen mehr wissen dürfen. Es gibt hier einen Rückzugsort, das kann man hier sehen, und das im zwischenmenschlichen Bereich. Das heißt, es gibt hier anscheinend die ein oder andere Person, bei der du geschützt bist. Vielleicht geht es ja auch darum, diese Personen aufzusuchen und auch mit denen zu sprechen. Ich glaube, dass hier irgendein Kommunikationsproblem am Werk ist und dass du dich vielleicht der ein oder anderen Vertrauensperson vielleicht öffnen solltest. Hier gibt es eine Lösung, aber vermutlich wird dir das erst in einem Gespräch klar. Das ist natürlich deine Entscheidung, wie du das handhabst, mein lieber Wassermann. Auf jeden Fall gibt es hier aus dieser Situation einen Weg, den du absolut finden kannst. Ja, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen netten Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für
dein Vertrauen.